So, let's go, ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Flüstern Simulator in Horrorstimmung, die relativ gut gemacht wurde. Okay. Ist ja gar nichts. Da ist ja nichts. Außer ganz viele Kerzen. Warum sind die Kerzen? Ich meine, es ist ein bisschen schlechte... Oh nein. Mann, immer ihr mit euren komischen Masken über dem Kopf, ey. Habt ihr nichts Besseres? Die tötet von... Ich hab den Kopf getötet. Wo muss ich hin? Ah. Da muss ich hin. Wetten, da kommt ein Monster. Was das? Bestie, auf das zu machen. Das ist eklig. Kleine Kotz. Brockentüte. Und hinter mir. Vor mir. Rechts, links. An. Nein, bist du. Oh, nicht gut. Hoppala. Hoppala. Oh. Jetzt ist er. Stirb. Okay. Ben, du hast getrunken, oder? Hey, kann ich jetzt noch kotzen? Nein, er kann nicht mehr kotzen. Geh weg. Give me everything you've got. Wisst ihr was? Moneten. Überall Moneten. Na, kein Platz mehr dafür. Aber dafür. Jetzt habe ich Platz dafür. Oh, da ist was. Oh, Straßenpack. Stirb! Getunnelt. Oder so. Keine Ahnung. Mir wurscht. Hey, ist das jetzt dieses Straßenpack? Oder... Ja, das ist das Straßenpack. Mensch. Smack. Dad. Was ist das? Kirche der Ornithologen. Zum letzten Gebet. Bruder Daniel Emerson bereitet uns auf die bevorstehende Reise vor. Kommen Sie um 18 Uhr in die Pfarrerhalle und tragen Sie bequeme Kleidung. Bloß nicht mit einem Anzug kommen. Das wäre zu hart overdressed. What? Namens Michael Ortman eine Entdeckung, die die Geschichte verändern sollte. In der Nähe der Alpen, nachdem Michael Ortman seine Entdeckung kundtat, strömten die Menschen... Alter! Ortmans Anhänger beweinten seinen Tod, fanden aber göttlichen Trost in seiner Botschaft der Alpen. Heute ist die Church of Unitology... Oh mein Gott, zu viel Propaganda. Also ich könnte in diese Kirche nicht gehen, weil mir das einfach schon zu viel Gelaber wäre. Was zum Teufel? Das ist Kaltmann, hat sie gefunden. Schnell in die Kirche. Bin ich da nicht schon drin? Oh, der schießt da rein. Ist das ein gemeiner... Ein gemeiner Scherzkeks! Ha, ich habe aber viel... Der schießt! Der schießt sogar mit scharfen Kugeln. Kapitel 4. Dana, warum die Unitology-Kirche? Warum hier? I don't know. Sie ist einer der wenigen Plätze auf der Titan-Station, die Titan wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und ihr Bruder. Wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Oh Mann. Aber ernsthaft, die sollte ich wirklich nicht sein. Erweiterte Ordnung. Yo, das habe ich schon gecheckt, ne? Ja, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, was ist das für ein chemischer Kauz? Du blutest. Oder? Zumindest hast du geblutet. Mann, hier sind ganz schön viele Tote. Mir läuft die Sau aus dem Mund. Ungewollt. Komm, ich muss da nicht reingehen. Doch, ich muss da reingehen. Was ist das eigentlich? Oh Gott, eine sprechende... Was ist das? Was ist das? Ein sprechendes Plakat. So, also. Ich muss dahin für eine Bench, für einen Shop und für die Aufgabe muss ich dahin.
Wir machen gleich die Aufgabe. Wir sind so knallhart. Oh Mann, zu viel Tote. Zu viel Tote. Zu viel Tote. Kommt her. Hier ist Platz für euch. Wupp. Wupp. Nee. Nein. So. Nein. Geh weg. Fühlt sich doch. Ich bin mir hundertprozentig sicher, da kommt gleich so ein Viech rein und will, wollte alle infizieren. Und habe ich ihm alle weggenommen. Nein. Gibt's davon mehrere? Ha, scheint nicht so. Was ist das denn? Beschränkter Zugang, Aussicht. Nur für Anwärtermitglieder. Ha, das bin ich. Glücklicherweise. Yeah. Ein Audiolog. Na dann lass mal hören, was du so auf Lager hast. Oh oh. Alter. Was der Predigt von Pastor O'Brien einen willkommenen, wenn auch unerwarteten Höhepunkt bescherte. Der zweite Zyklus war schwerwiegender und hatte einen Druckknall zur Folge, der einen Trommelfell hinterlassen ließ, sodass mehrere Leute ins Krankenhaus mussten. Das war unnötig. Ja, unnötig. Ich nenne sowas ein bisschen krank, oder? Oh mein Gott! Achso. Mann, jetzt habe ich irgendwie. Jetzt habe ich schon fast irgendwie einen Dino angehört. Hörst du auf! Was zum Teufel? Mit. Oh. Ha, da ist der Kopf wohl ab. Ha, der muss wohl nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Sagt nichts. Bitte nichts dazu sagen. Muh. Wer will sterben? Oh, der will sterben. Oh, ja, er will sterben. Komm. Komm, komm. Nö, anscheinend nicht. So. Yeah! Stirbt alle! Nee, das ist voll das eklige Viech. Wenn ich es mal so sagen darf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was zum Teufel, was zum Teufel? Wo? Wo? Ach, unten. Ach, unten. Oh. Unten, unten! Nicht gut! Das ist nicht gut? Ist es gut? Nein, wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott. Jetzt nicht gut an. Oh no! Hier oben bin ich. Sterb von deiner eigenen Lanze. Au! Okay. Kann ich dich umbringen? Mit der Munition! Nein, scheint wohl nicht so. Kommt noch ein Viech? Noch eins? Hallo? Nee? Nee? Oh, Mann. Hat mir so viel Spaß gehabt. Aber nein, jetzt ist die Party vorbei. Ach. Mensch, Leute hier. Die sind alle heute voll partyfaul, habe ich das Gefühl. Alter. Oh mein Gott, heilige Scheiße. Okay, ganz ruhig. Ey. Yo, yo, yo. Ey. Gib mir Mann. Stirb, stirb. Okay. Gut, hier. Nimm den Stich und stirb. Oh, nein, nicht noch. Nachmachen ist schlecht. Okay, und jetzt? Tot? Nein. Tot. Er ist tot, ja. Definitiv tot. Dann wäre ich ganz böse auf dich, wenn du jetzt dich immer noch totstellen würdest. Ist ja ziemlich unhuman. Ja, mehr unhuman. Dann wäre nicht cool. So. Jetzt ist alles gut. Boah, wieso Strahlmunition, Leute? Ich brauche die Kacke nicht. Ich brauche diesen Shit nicht. Wo muss ich überhaupt hin? Kann man nur so ein Ding verehren. Ach so. Ach so. Muss ich da hin? Ja. Ich muss da hin. Wieso laufe ich denn nicht mit der Harpune rum? Das ist doch ein viel geileres Ding. Give me the power. Wow. Das nenne ich mal eine Tapete. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Wo muss ich hin? Aha, und wieder so ein entsprechendes Plakat. Da hier. Begeister den da. Was ist das denn? Oh. Nein. Das ist schon gut. Aha. Wo geht's da hin? Wo geht's denn da hin? Die Leichen sind wieder zurückgekehrt. Ich glaube, sie leben noch. Wir gehen wieder zurück. Ja,
Wir geben dir Zeug. Ich fühle mich nicht. Nein. Sollten wir abspeichern? Ja, vielleicht. Wir sollten mal zum Shop gehen. Mein Ding ist schon wieder brüllend voll. Ja. Nein, wir wollen. Zur Speicherstation geht's da lang? Ah. Oh nein. Okay, gut. Ha. Ja, dann müssen wir wohl da hingehen. Wait! Klappe! Klappe! Future Expansion? Warte, ist hier wieder so ein komisches Dreieck? Nö! Gut, dann kann das Ding auf jeden Fall nicht angeschossen werden. Meint ihr, soll man draufschießen? Nee, ich tu nicht draufschießen. Nee, ich mach das nicht. Ich mach das mal nicht. So, was müssen wir denn jetzt machen? Halt die Klappe! Nein, ich stelle mir hier nichts vor. Was soll ich damit machen? Aha! Yeah! Ah, Rekrutierungs-Testergebnisse. Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit hoch. Unsicherheit gering. Leichtgläubigkeit gering. Toleranz für Ambiguität? Was ist das denn für ein Wort? Kann mir das jemand erklären? Bitte in die Kommentare. Dankeschön. Kulturelle Disillusionierung. Idealismus. Anfälligkeit für Trancen. Selbstvertrauen. Wunsch nach spirituellen Sinnhaftigkeiten. Bewusstsein für Gruppenaufschluss. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Testperson lange in der Kirche bleiben wird. Und wir gehen fast aus der. Toll. Hä? Oh. Aha. Wo muss ich das hinmachen? Oh. Bam. Huh. Bitte ersetzen Sie im Verteilerkasten die Sicherung. Wo geht's denn? Achso. Vandalismus ist in der Kirche nicht gestattet. Vandalismus? Autsch! Okay. Ganz ruhig. Alle ruhig. So. Stopp. Los. Hoch. Alter. Willst du mich verarschen? Los, rein! Rein mit dir! Oh Gott! Oh Gott! Stirb! Stirb! Lauf einfach! Vielen Dank fürs Zuschauen! Ich hasse gefallen und... würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Dead Space mit mir dabei seid. Da ist jemand böse auf mich. Mein Name ist Ben und ich sage für Dead Space 2 für heute auf Wiedersehen. Tschüssi!